So, ihr kleinen Bitches. Ich höre nichts. Ach, du hörst mich nicht, oder was? Doch, ein bisschen, ja. Jetzt höre ich was. Halt doch mal die Fresse. Die Leute warten schon wieder seit Wochen auf eine neue ARK-Folge. Echt? Ja. Ja, aber wir haben angekündigt, dass wir mit denen losmarschieren und alles wegmachen mal. Aber haben wir schon genug Ehre? 9 oder so? Ne, 11 sogar. 11 Ehre. Ja, wir wollten 20 oder so haben. Ja. Aber wir können auch erstmal. Mir ist das. Ey, ist deine Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid, meine Damen und Herren. Wir mussten mal ganz kurz. Cut! Cut! beim vorletzten Mal haben wir so ein bisschen über Bier gesprochen wieder, ne? Hier. Ja. So. Und danke, dass ihr uns 2 Flaschen Herke geschickt habt. Scheiße, ist grün das Etikett. Scheiße. Ja, jetzt sieht man es. Ekra, gib dir Stärke. Ekra! So. Ekra! Aber nicht nur das, sondern ich hab nochmal. Ey, ihr habt halt völlig übertrieben. Aber das Bier weg! Bier weg? Ach so. Wir haben hier Becks bekommen. Wir haben Hakeback Alzer bekommen. Wir haben Hakeback normal bekommen, Alter. Wir haben noch Hakeback-Dosen gehabt, die sind aber schon weg. Also wir haben privat auch schon ein bisschen geschnabuliert. Sind schon ein bisschen im Schlund. Kalle hier mit seinen Leuten, ohne mich. Ja, aber spannender Tag und Nacht, sorry, Alter. Geht wieder los, ne? Okay, Prost! Also wir sorgieren einem gemeinsamen Projekt für Alkohol, für Bierchen. Ein Bierchen. Und du säufst es für irgendeine anderen Projekte weg. Und Schwarzbier haben wir auch noch bekommen. Das du kannst wir dann auch beim nächsten Mal. Bei ihr Spandau Tag und Nacht mal selber am Anfang sagen, schickt Bier. Und dann unterteilen wir nämlich, weil das ist nicht gerecht. Jetzt mach mal auf. Ja, oder nicht. Oh, das war ja scheiße. Ja, komm, mach selber. So, Kalle, bevor wir das hier machen, ja? Das ist Herke, ja. Okay? Herke ist regional. Es gibt bei uns im Landkreis Braunschweig, Peine, vor allem Wolters. Ja, Wolters oder Wolters nicht. Wolters Pilsener. Wird auch gebraut in der Oettinger Brauerei. Und es gibt... und es gibt Herke. Ein Herke gibt dir Stärke, habe ich gehört. So. Ja, hier der Klavinova. Kennst du Martin Fischer? Ja. Der kommt ja aus Salzgitter. Ach so. Gronkh ja auch. Echt? Ja. Hi. So. Und der Klavinova hat nämlich, kleine Anekdote, bevor wir jetzt toasten hier, hat nämlich mal für Herke einen Werbespot auf seinen YouTube-Kanal hochgeladen. Echt? Aber jetzt nicht, weil es eine Kooperation war, sondern einfach, weil es lustig fand. Herke gibt dir Stärke, Kalle. Oh. Das ist einfach... Seit 1890. 1890, ja. Braumanufaktur. Der Spitzenklasse. Gerade so einen kleinen Vietnam-Flaschbecher oder was? Braut in einem Einmaschinenverfahren. Ein feinpelziger Braugerst aus der Region. Hochwertiges Aroma. So, lass mal zocken jetzt! Das hier, Kalle. Ja, da sind 3 Zutaten drin. Das! Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen. Das! Sonst nichts. Das schmeckt. Das ist halt einfach nur... Das ist einfach nur so geil. Ich komme nicht drauf klar, wie geil unser Job ist. Ja. Ich meine, wir zocken, sagen, ey, schick mal Alkohol. So, und dann schicken die das her. Und auch noch auf Wunsch. So. Ich hätte auch sagen können, ey, schick mal Ambrosia aus Kroatien. Ja, jetzt hat so ein übelstes Billigdosen. Also wer demnächst in Kroatien ist, so, da gibt es eine Palette Ambrosia. Ambrosia, Trunk der Götter, ne, ist ja Ambrosia. Ja, das ist da einfach das übelste Billigdosenbier. Geil. Das war auch mega geil. Also falls jemand... Ihr wisst, Adresse kennt er. So, das war eine weitere Folge ARK. So. So, ich würde jetzt einmal ganz kurz, bevor wir irgendwas machen, Kalle, ja, ein bisschen Metall machen. Ja. Weil ich muss auch mal wieder ein bisschen reparieren. Das war jetzt alles sehr... Der Verschleiß war enorm. Ja, machst du mir auch eine Hose und Schuhe? Ich hab mich auch nicht. So, du hast nämlich auch nichts an. Aber wir haben ja 2 Adler. Die wollten wir auch mal richtig schön bumsen lassen. Ja, das stimmt. Eigentlich. Wie macht man das? Aber wir haben noch keinen Kühlschrank, ne? Räucherkammer würde auch gehen. Adler habe ich noch nie gezüchtet. Also, man muss halt auch immer darauf achten, dass die Eier, wenn man sie dann ausbrütet, eine ordentliche Temperatur haben. Mhm. Dafür gibt es später Klimageräte. Bei manchen geht das aber auch mit Lagerfeuern. Geil. Ja, irgendwie ein guter Alert, oder? Ja, ja, ja. Wir haben noch ein kleines Announcement zu machen. Denn wir haben ja vor geraumer Zeit mal drüber gesprochen. Ah, ja, ja. Jetzt weiß ich was. Wer weiß, was kommt, ne? Ja. Wir haben die übereinander so gerieben. Ich wollte was erzählen. Oh ja, oh, das ist wir machen einen ARK-Stream. Auf Ehrenbruder-Basis. Auf twitch.tv. So. Und zwar, ich muss mal eben auf die Uhr schauen, welcher Tag heute ist. Heute ist Montag. Heute ist Freitag. Nee, heute ist Montag. Kriegen wir weniger.
Und am Mittwoch, dem 14.8. auf twitch.tv/Kalle und twitch.tv/HandI auf iBlatt. Ich dachte die Woche darauf. Nee. Ich habe jetzt Mittwoch gefragt. Hab dich verarscht. Wird der Max aber bei sich zu Hause sitzen, da in seinem Büro? Und ich werde hier dann sitzen. Aber machen wir dann irgendwie Squad-Stream und dann lassen wir den Lachs hier mal richtig löppen. Ja, aber wir werden den vorher noch so mit Mehl so schön panieren, ja. Aller. Und dann schubbern wir nochmal richtig rüber mit so. So. Und dann löppt er. Und dann würde ich sagen, verschieben wir auch das weitere Ehre-Gainen und Ehre-Akquirieren auf dann. Das bedeutet, du machst uns jetzt hier Metallhosen und dann gehen wir mal mit Ehre los. Und Oberstampfelmoser, Dimpfelmoser. Dimpfel. Hast du mal dir angeguckt? Ja. So, ja. Im Schnitt bestimmt, ne? Ja, ja. Und, wie findest du ihn? Ja. Von welcher Kassette war das nochmal? Das war Räuber Hotzenplot. Stimmt. Ja, ja, ja. Sein Pendant, sein Rival, sein, ne, der Polizist. Der andere halt. Der Polizist. Der die Bullerei da halt, so. Die ihn verhaften will. Ja. So. Ja, ich laufe die ganze Zeit nur rum und mache nichts. Ja, du sollst mit deinem Scheißadler losfliegen und Metall fahren. Was soll jetzt der Hass schon wieder? Ja, du, ich komm hierher und wir nehmen für dich auf. Und dann setzen wir uns hin, du machst hier einen Knopf. Ja, was machen wir denn heute? Ne, das schmeckt. Schöne Scheiße. So, das ist ein bisschen warm. So, ich sollte gerade die Klima runter machen. Ja, mach die mal wieder hoch. Oh, klar, gern, Karl. Ist ja deine Aufgabe. Klasse, danke schön. Toll, der Hinnerblatt. Dann rauscht das hier immer so. Nee, weißt du, was das Problem bei jeder Aufnahme ist? Dass du manchmal so ein bisschen flüsterst, ein bisschen so. Ich flüster? Manchmal ja. Haben die Leute sich auch schon beschwert. Ich bin ja zu leise. Nee, nicht generell, aber so. Das höre ich ja das erste Mal in meiner ganzen. Karriere, Alter. Da bist du halt ruhiger geworden. Früher war halt wirklich einfach nur rumschreien. Ich guck mir Videos von früher an, wie ich LOL zocke, Combo Attack oder so. Ja. Und denk mir so, welcher Mittermeier auch, aber welcher mittelbeminderter Typ guckt dich die Scheiße an? Ja, ja, stimmt. Verschisse. Früher konnte ich mir deinen Scheiß auch nicht geben. Nee, ich mir auch nicht. Doch, früher konnte ich mir es geben. Früher nicht? Du warst kein Fan? Nee, also die Putzfrauenzeit fand ich nicht so geil. Und Läufig? Die fand ich geil. OP-Guides? Die fand ich auch richtig nice. Die sind richtig schlimm. Nee. Doch. Weil da war mal so ein bisschen. Bist du mal ein bisschen so. Das war ein bisschen mehr mal. Out of the box, weißt du? Ja, aber trotzdem. Also ja, aber das ist ja auch eigentlich traurig, wie low die Szene war. Ich meine, ich habe einfach nur LOL aufgenommen und mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht, was das Thema ist. Das war jetzt keine Doktorarbeit. Hikarim OP-Guide. Oh, ich bin Gott. Bitte nur noch da gibt's eine Schelle, das ist ja klar. Ich hab doch den E an und jetzt die Q und dann ist die doch weg. Und dann komm ich auch selber weg. Nächste. Idiot. Oh. So, aber die Leute nimm waren... den Leuten nicht die Illusion. Nein, ich will einfach nur gerade mal hier Real Talk machen. Ich dachte, hinter Mr. Pringles steckt ein Konzept, Alter. Der fällt gerade auf. Der sieht halt schon ein bisschen aus wie Mr. Pringles. Oh, der sieht aus, als wäre Mr. Pringles 10 Jahre Pumpen gewesen. Mr. Pringles war Pumpen. McFit. Pringles, Junge, Pringles. Da kommt die Chipsdose auf die Kluft, Junge. Das Traurige war einfach, dass die Competition nicht da war. Na, die war da, aber die war scheiße faul. Die haben da faul nicht. Die haben ja viel gemacht, aber nur Startshop. Meinst du hier Johnny und so? Johnny war doch nicht mal auf der Welt. Sola. Maxim, die Supermöwen. Wer ist das denn? Wer sind denn die Supermöwen? Hast du das gesehen? Das ist voll gerotzt. Gut, der Kleine. Weißt du, was bei Bulli abgeht, Alter? Da spucke ich meine halbe Körperflüssigkeit aus. Flüssigkeit. Ja, Ehre. Und auch für erstmal einen Toast. Komm nicht klar auf mein Leben, Alter. Mach mich ja alles fertig. Weißt du, morgen was stehst du wir auf. Gehst du vor allem, du stehst immer noch in der Base. Hey, ich hab gerade hier ein Metall reingekloppt. Jetzt. Einen Scheiß hast du. Vor allem, ich fliege hier einfach die ganze Zeit durch die Pampa. Wir nehmen jetzt seit über 8 Monaten Ark auf. Wir haben eine Basis und 11 Dinos. Ja, was soll der Hass? Mach mal das Känguru weg. Oh, Alter, der hätte echt lange ausgehalten. Oh, hier kommen ein paar drei mehr Ehre-Männer. Hä? Die sind im Fluss. Heuer erwidern! Ehre. Schieß doch zurück! Alter, schieß doch!
Alter! Hä? Die wollen nicht. Nee, sorry, da muss ich eingreifen. Ich will ja nicht, dass die Ehre stirbt, ne? Bam, 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 Alter. Und der stürzt so richtig ab wie so ein Tarnkappenbomber, Alter. Ehre. Ja, also ist wirkungsvoll. Ja. So, Leute. Ich sage, Mittwoch gerne einschalten, 16 Uhr auf Twitch, auf Handy auf iBlatt oder auf Kalle, auf Twitch, ne? Ja. Unten eingeblendet, hier, krasse Links. Mach auch mal so. Ja, bis Mittwoch. Tschüss. Ciao.